Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr Herbstmilben bzw. Grasmilben bei eurem Hund erkennen und auch behandeln könnt. Besonders in den Sommermonaten ist der Hund ein beliebtes Opfer, nicht nur für Zecken, Flöhe, sondern auch für Grasmilben. Sie sitzen im Garten in hohen Gräsern sowie an sonnigen Stellen, wo auch die Hunde gerne toben. Beliebte Bissstellen beim Hund sind zum Beispiel die Innenseite der Oberschenkel, die Pfoten, Nase und Innenseiten der Ohren. Da wo beim Hund eben die Haut am dünnsten ist und auch wenig Fell sich befindet. Hier kommen die Herbstmilben bzw. Grasmilben ganz leicht an die Haut des Hundes heran, welche diese anritzen und die Zellsäfte entnehmen. Wenn euer Hund mehrere kahle Stellen am Körper hat, oder es reicht auch schon eine kahle Stelle, welche trocken wirkt und etwas schuppig ist, ist dies ein Anzeichen für Grasmilbenbefall. Der Hund wird sich an diesen Stellen immer wieder kratzen und auch beißen. Wenn sich die Grasmilben in den Ohren befinden, wird der Hund sehr oft seinen Kopf schütteln oder sich auch hier in den Ohren kratzen oder auch versuchen, das Ohr an einer Stelle zu reiben. In diesem Fall solltet ihr unbedingt einen Tierarzt aufsuchen, der sich mit diesen Anzeichen gut auskennt und den Befall sicherstellen kann. Denn ansonsten kann dies schwerwiegende Folgen haben, denn durch das ständige Kratzen können sich die Stellen entzünden und somit sich auch Tumore unter der Haut entwickeln. Wenn sich die betroffenen Stellen an den Pfoten befinden, solltet ihr dem Hund eine Socke anziehen und vor allem das Tier mit einem Parasitenshampoo gut waschen. Es gibt auch spezielle Milbensprays, mit denen man die Hunde vor dem Spazierengehen oder auch danach besprühen kann. Selbst bei einem Befall ist dieses Spray sehr zu empfehlen. Die betroffenen Stellen kann man auch mit Lavendelöl einreiben, welches die Haut beruhigt. Ihr solltet in eurem eigenen Garten immer darauf achten, dass euer Rasen regelmäßig geschnitten wird, sowie auch vertikutiert wird, damit sich die Milben hier nicht in den Moos- bzw. Grashalmen wohlfühlen. Auch ist es gut, den Rasen immer mal wieder zu befeuchten, denn dann ziehen sich die Grasmilben in den Boden zurück. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir dies doch einfach unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn ich euch mit dem Beitrag weiterhelfen konnte und abonniert auch gerne meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!